Hallo und willkommen zurück zu The Evil Within 2. Viel Spaß und Let's Play. Wow, kaum haben wir uns von einem Schock erholt, kommt jetzt der nächste. Wir können später reden. Konzentrier dich aufs Überleben. Alles klar, schnell machen wir hier ein paar Dinger ab. Danke, du aber auch. Jetzt haben wir eine Verbündete, ja. Hey! Hey! Mir hier mal helfen? Ja, ich bin schon unterwegs. Das hast du schon mal gemacht, oder? Viel zu viele Male. Schnapp dir ein paar Vorräte. Da kommen noch mehr. Okay. Aber wenn das hier vorbei ist, will ich antworten. Na, fall schon um. Da kommen immer mehr. Ah, gut, wir haben kein Friendly Fire. Die Hinterseite. Ich höre noch mehr von denen. Mann. Nein, du hässlicher Mistkerl! Bin ganz deiner Meinung. Scheiße. Halt mir den Rücken frei! Ja, ist ja gut. Mist, die sind überall! Die dürfen sich nicht zusammenrotten. Das sagtest du bereits. Heilige Scheiße, sind das jetzt viele? Meine Fresse, heil. War's das? Hey, was zur Hölle ist das für ein Lärm? Klingt nach einem Riesending. Was? Was ist passiert? Was war das? Egal, töte sie einfach. Oh, du Schuss, noch einer. Ich glaube, das sind die letzten. Bist du sicher? Wir müssen weiter. Hier lang. Ja, Mann. Ich brauche ein bisschen Proviant. Gerade noch so überlebt. Aber wer ist die? Kennen wir sie? Irgendein anderes Opfer. Danke. Weiß nicht, ob ich das allein geschafft hätte. Ich bin Esmeralda Torres. Ich bin... Sebastian. Ich weiß. Woher? Sieht aus, als wär's das. Wir sollten verschwinden, bevor noch mehr auftauchen. Wie bin ich hierher gekommen? Und wer bist du? Keine Zeit für Fragen. Mein Unterschlupf ist in der Nähe. Wir können unterwegs reden. Na los. Nimm dir, was du brauchst. Ich warte hier. Wir müssen leise sein. Es könnten noch mehr von denen hier sein. Sag mir wenigstens, woher du meinen Namen kennst. Kidman sagte, ich sollte nach dir Ausschau halten. Kidman? Sie wollte deine Unterstützung, sollte der Plan schiefgehen. Und hier bist du, also... Moment. Warte. Was für ein Plan? Lily hier rauszuholen. Und Mobius für immer auszuschalten. Warte kurz. Was ist? Wie
Wieso warten wir jetzt? Wo ist sie hin? Scheiße. Lass mich raten. Da geht's zu deinem Unterschlupf? Vielleicht gibt es einen anderen Weg. Komm. Warte mal. Euer Plan. Kidman hat nichts davon erzählt. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie vor den anderen nicht ganz so offen sein konnte. Hier drüben! Einer muss ihn hochheben, während der andere durchkriecht. Ich mach das schon. Okay, ich hebe. Na los! Oh, geht's? Lass mich helfen. Schieb deinen Arsch durch, bevor ich ihn fallen lasse. Okay, hab ihn. Danke. Weibliche Rambo, was? Brauchst du eine Pause, alter Mann? Bitte. So alt bin ich noch nicht. Also hatte Kidman die ganze Zeit den Plan, Mobius auszuschalten? Eigentlich hatte deine Frau den Plan. Was, Myra? Deswegen ist sie also hier. Sie gehört zu Mobius. Das ist jetzt nicht wahr. Kopf einziehen und verrenk dir nichts. Wirklich sehr lustig, Torres. Du solltest stolz auf deine Frau sein. Sie ist sehr überzeugend. Sie hat mich für ihren Plan gewonnen. Ich verstehe nicht. Sie hat sich denen angeschlossen? Sie fand heraus, dass sie Lily hatten und wusste, dass sie sie nur von innen erledigen konnte. Also machte sie mit und wartete auf den richtigen Moment. Da war sie also. All die Jahre. Verdammt. Das muss ich erstmal verdauen. Bestimmt. Aber bleiben wir bei der Sache. Da müssen wir rüber. Hilfst du mir kurz? Klar, natürlich. Bereit? Und hepp. Alles gut, ich hab dich. Ja, ja, alles okay. Ich muss auch noch. Hey, willst du mich hier zurücklassen? Was? Dachtest du, ich lasse dich einfach so hängen? Mann, sieh ja meinen Scherzkeks. Du bist jetzt Teil des Plans. War ich doch immer. Der Plan. Ja. Wer hat sonst noch bei dieser Meuterei mitgemacht? Nur wir vier. Ich, Kidman, Myra und Theodore. Theodore? Pater Theodore? Pater Theodore. Ich nenne ihn einfach Theodore Wallace. Kennst du ihn? Flüchtig. Aber er will Lily nicht retten. Er will sie für sich allein. Hat versucht, mich zu überreden, Myra aufzuspüren. Dank ihm geht hier alles den Bach runter. Und wie sollte das Ganze nun laufen? Sobald Myra und Theodore Lily haben, wollten Theodore und ich Lily rausbringen, während Myra zurückbleibt, um sich um Mobius zu kümmern. Kidman blieb draußen und sorgt dafür, dass wir sicher aus dem Stem kommen. Scheiße, das sollte doch alles einfach sein. Was ist schon einfach? Oh nein. Was? Was ist? Scheiße. Probleme. Da. Schnell, mir nach. Irgendetwas ist explodiert. Was ist das denn? Besser gesagt, was ist das? So viel zu deinem Unterschlupf. Mein Unterschlupf befindet sich nicht auf freiem Feld. Er ist versteckt. Trotzdem müssen wir erstmal an diesen Dingern da vorbei. Siehst du das rote Banner hinter diesem Gebäude? Ja. Darunter ist die Luke zu meinem Unterschlupf. Okay.
Ich gehe voraus. Bleib geduckt und hinter mir. Okay, hör zu. Ich sehe diese Dinger nicht zum ersten Mal. Mach einen Bogen um die, wenn sie brennen. Gut. Na, mach mal jetzt kehrt. Wie Labermann aus. Komm schon. Noch war das einfach. Ah, da glüht einer vor sich hin. Noch von denen. Oh. Scheiße. Oh oh. Scheiße. Hässlicher Mist. Der Plan ging nicht auf. Müssen wir nicht rein. Beziehungsweise wir können da nicht rein. Also gut. Ich nehme auf jeden Fall die Armbrust. Ein paar von den Dingern zu schocken, wird dir nicht schaden. Irgendwie müssen wir hier durch. Sind wir schon richtig. Tasche verbessert. Tasche für PG-Munition. Warte mal. Da war doch noch was. Waffenteile, da habe ich auch schon was gesehen. Ah, unser Unterschlupf. Wir sind gleich da. Milady, nach dir. Tja, so kann man es auch machen. Ich hätte ein etwas unauffälligeres Vorgehen erwartet.
Das wird auch viel zu einfach gewesen. Zu Hause ist es am schönsten. Und der Unterschlupf kommt direkt danach. Hör mal, flipp nicht aus wegen des ganzen Sprengstoffs, den ich hier habe. Der ist harmlos wie Kuchenteig. Solange ich ihn nicht scharf mache. Also, was machen wir mit Theodore? Keine Ahnung. Er ist verrückt. Sein Versteck ist der feuchte Traum jedes Inquisitors. Ich sollte froh sein, dass Myra Lily hat und nicht er, aber... Was? Myra hat Lily? Ja, leider sind das keine guten Neuigkeiten. Sie ist anders. Dieser Ort scheint sie verändert zu haben. Sie versteckt sich, um Lily vor Theodore zu beschützen. Und er wird ihr alles zerlegen, um sie zu finden. Ich halte ihn auf. Dann kommt Myra vielleicht zur Vernunft und wir können Lily herausholen. Also erledigen wir Theodore. Ja. Aber zuerst müssen wir ihn finden. Wie willst du das anstellen? Ich frage O'Neill. Er hat mir schon mal geholfen. Aber vorher melde ich mich bei Kidman. Okay. Aber pass auf, was du über das Ding sagst. Sie ist wahrscheinlich mit dieser Echse in der Steuerzentrale. Eine Echse? Sebastian, wo warst du? Hast du Stefano gefunden? Mehr als das. Er ist jetzt Geschichte. Gut. Und Lily? Ich habe es wieder nicht geschafft. Das tut mir leid. Irgendeine Spur? Die gute Nachricht. Ich hatte Kontakt mit Agent Torres. Ihre Infos waren wertvoll. Das ist eine gute Nachricht. Und was ist die schlechte? Die schlechte Nachricht. Jemand, der mächtiger als Stefano ist, will diesen Ort übernehmen. Und dafür braucht er Lily. Torres meinte, du würdest ihn kennen. Eine wahre Silberzunge. Verdammt. Ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Ich schicke ein paar Sachen in dein Zimmer, die helfen könnten. Halt mich auf dem Laufenden. Ich bin für dich da. Ich weiß. Ich vertraue dir, Kidman. Gut. Dann kommen wir mal zur Sache. O'Neill, Sebastian hier. Bitte melden. Da stimmt was nicht. Ich sollte besser mal nachsehen. Du solltest hierbleiben, um Sprengstoff und Waffen vorzubereiten. Ich brauche deine Hilfe, wenn ich Theodore gefunden habe. Komme ich von hier aus ins Mark? Ja, es gibt einen Mobius-Computer in dem Raum dort. Er bringt dich zu Ausgang 72. Gut. Ich melde mich, wenn es soweit ist. Halt die Ohren steif. Mach ich. Viel Glück, Sebastian. Danke. Sehr aufmerksam. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.